Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu dem Spiel Psychometric Personality Profiler oder auch kurz genannt PPP in the Hose. Ja, genau das wird wahrscheinlich passieren und deswegen schnall dir deine Windel an. Meine sitzt auch schon bombenfest, denn die könnten wir eventuell in diesem Spiel gebrauchen. Ja, um was geht es denn hier? Wie du eventuell schon erahnen kannst, geht es hier um einen Persönlichkeitstest. Ob das jetzt so unbedingt eine kluge Idee von mir gewesen ist, einen Persönlichkeitstest zu machen, das sehen wir dann. Vielleicht lade ich dieses Spiel auch nie hoch, weil ihr ein paar Seiten über mich herausfindet, die ich verstecken möchte. Nein, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Aber ich persönlich mag diese Art der Spiele sehr gerne. Ich gucke sie mir auch sehr gerne bei anderen Spielern an. Da man ja doch immer ein bisschen etwas über diesen Spieler, der das gerade spielt, herausfindet. Und ich finde es einfach immer, ja, ich bin vielleicht zu neugierig, aber ich finde das immer sehr interessant. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, dass ich das interessant finde. Ha, viermal. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Und ja, dieses Spiel soll aber wieder ein bisschen horrorlastig sein. Ist ja im Grunde auch nichts Neues, dass dann irgendwelche Jumpscares oder sowas auf dich zukommen. Und von daher gibt es auch direkt wieder die Warnung, die du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst. Aber ich will wirklich sicher gehen, dass dir nichts passiert. Nicht so laut, bevor ich wieder mein Organ herauskreische. Ich weiß noch nicht, welches Organ, aber irgendeins wird es schon sein. So, nachdem das passiert ist, würde ich sagen, klicken wir einfach mal drauf los. Klicke. Ich klicke. Willkommen zum Psychometric Personality Profiler. Seht ihr das? Diese Buchstaben, die switchen hier so rum. Weiter. Dieser Test wurde erstellt, um deine Persönlichkeit zu analysieren und eine perfekte Zusammenfassung zu erstellen. Okay. Du wirst verstehen, wie der Test funktioniert, wenn wir anfangen. Ah, das wage ich zu bezweifeln. Ich bin ja nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte, ne? Wir schauen mal, ob ich das verstehen werde. Dieser Test wird nicht automatisch gespeichert. Du musst den gesamten Test auf einmal durchführen. Wow, irgendwie blendet das so dolle. Ich gucke mal gerade auf OBS. Auf OBS ist das nicht so schlimm, aber bei mir auf meinem Bildschirm blenden mir diese Wörter direkt in my face. Naja, gucken wir mal. Bevor wir anfangen, muss ich dich darüber informieren, dass 94% unserer Teilnehmer... Oh, okay. Das Tragen von Kopfhörern vorziehen. Keine Kopfhörer zu tragen, wird die Testerfahrung negativ beeinflussen. Ich empfehle es ausdrücklich. Yo, ist erledigt, Kumpel. Let's go. Außerdem solltest du alle Lichter in deinem Zimmer ausschalten, um jegliche visuelle Ablenkung zu vermeiden. Keine Sorge, die Lichter sind aus. Es ist helllichter Tag. Reingelegt, Kumpel. Die Lichter sind aus. Ich möchte dich bitten, deine Lautstärke anzupassen. Du solltest in der Lage sein, das Rauschen klar, jedoch leise wahrzunehmen. Wartet, ich höre nichts. Wo ist mein Regler? Das ist zu laut. Ja, ich denke, so ist es okay. Ah, ich sehe aber gerade, mein Desktop-Audio schlägt überhaupt nicht aus. Also es kann sein, dass du dieses Rauschen jetzt eventuell gar nicht hörst. Aber gut, wir werden das ausprobieren. Ich kann das Rauschen klar hören. Weiter. Und letztendlich... Oh mein Gott, jetzt ist es aber zu laut. Und letztlich ist es wichtig, dass deine Augen immer auf dem Bildschirm bleiben. Solltest du zu irgendeinem Zeitpunkt unaufgefordert von deinem Bildschirm aufschauen, werden Konsequenzen folgen. Ich hoffe, ein Familienmitglied ist jetzt nicht der Meinung, hier rein... du weißt schon, hier reinschauen zu müssen. Ist ja nicht das erste Mal, dass plötzlich jemand neben mir steht. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht, ne? Ich glaube, da kriege ich einen Herzinfarkt und müsste den Krankenwagen rufen. Weiter. Sollen wir mit dem Test beginnen? Ah, weißt du... Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Aber... Huch, oh,
Wie habe ich denn aus Versehen auf Test beginnen und weitergeklickt? Wenn du bereit bist, den Test und alle damit verbundenen Risiken zu akzeptieren, gebe jetzt bitte Agree ein. Okay. Agree, Baby. Wunderbar. Ja, gerne. Meine Güte. Ab und an kriege ich auch was gebacken. Wir werden 5 Fragegruppen durchgehen. Dazu gehören Einleitung, Kalibrierung, hypothetische Fragen, Dilemmas und Umgebung. Ah, Umgebung hört sich nicht so gut an, meine Lieben. Warum ist das so laut? Einleitung. Wow. Warte mal. Nein, das müsste okay sein. Diese Fragen sollen dich langsam auf den richtigen Test vorbereiten. Ich mach doch noch mal ein Stück leiser. Kann sein, dass das jetzt gleich rausgetappt wird, aber keine Sorge, ich tapp uns wieder rein. Ich darf's nur nicht vergessen. Okay, das müsste jetzt komplett in Ordnung sein. Also, let's go. Lass uns doch mit deinem Namen anfangen. Ich heiße Annie. Anniechen. Annie, schön dich kennenzulernen, Annie. Ja, gerne. Willst du meinen Namen noch 3-mal sagen? Welche der folgenden Eigenschaften trifft am besten auf dich zu? Oh mein Gott, es ist bei mir, mein Headset ist so laut. Es kann sein, dass es gar nicht so laut ist und ich das jetzt umsonst leise gemacht habe für dich. Denn ich spiele normalerweise immer relativ leise, wenn ich irgendwas zocke. Das hat schon seinen Grund, warum ich alles leise mache, ne? Und jetzt ist es mir einfach zu laut. Also wenn ich gleich schreie, dann nur, weil ich denke, ich bin zu leise. Okay. Welche Eigenschaften trifft am besten auf dich zu? Liebevolligkeit, ruhig, gestresst. Selbst mein Stress ist gestresst. Ich bin sowas von gestresst. Hallo, ich arbeite im Gesundheitsbereich. Etwas anderes gibt es nicht in meinem Leben. Gestresst. Sehr gut. Nee, ist es nicht. Ich werde in 10 Jahren einen Schlaganfall deswegen kriegen, aber ist okay. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Nein, ich lebe mit anderen zusammen. Wenn ich jetzt Nein sage, passiert mir dann nichts? Ja, ich lebe alleine. Interessant. Ich hätte lügen sollen, aber da stand, ich soll die Wahrheit sagen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Gibt's nicht. Was? Rot, Gelb, Blau, Lila. Was nehme ich denn jetzt? Keine davon. Dann nehme ich Lila. Ist egal. Jetzt lüge ich ja, weil das ist gar nicht meine Farbe. Ho! Wow, guck mal. Das sieht doch mal mega geil aus. Wir nehmen die Farbe, okay? Deswegen gibt es vielleicht kein Grün, weil manche ja mit diesen Green-Dings da, Bums, da arbeiten. Ihr wisst es schon. Gefallen dir die an der Testumgebung vorgenommenen Änderungen? Ja, das sieht richtig gut aus. Würdest du sagen, dass du dich in einem sozialen Umfeld wohlfühlst, Anni? Ja, nein, unsicher. Was genau meinst du damit? Ich agiere gerne über das Internet mit anderen Menschen. Aber dadurch, da ich im Gesundheitsbereich arbeite und jeden Tag 40, 50 Menschen um mich herum habe, ertrage ich es danach tatsächlich nicht mehr wirklich. Also ich sehe zu, dass ich mich von dem sozialen Umfeld abschotte. Machen wir unsicher? Oh, ihr erfahrt wirklich viel über mich, ne? Ich glaube, so krass habe ich das euch noch nie erzählt. Ich mach mal unsicher, weil ich bin zwar schon in einem krassen sozialen Umfeld und an sich macht mir das nichts aus, aber ich verliere auch sehr, sehr viel Energie im Umgang mit Menschen. Also ich muss dann wirklich alleine sein, um wieder Energie aufzubauen. Das kennt ihr wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich verstehe. Hast du ein gutes Verhältnis zu deiner Familie und zu deinen Freunden? Aber hallo, hey, natürlich. Ja, jetzt bist du sprachlos, ne? Ja, Ja, nun hör mal auf. Verarbeitung abgeschossen. Ach so, der hat verarbeitet, alles klar. Ich dachte, der wollte jetzt sagen, willst du mich verarschen? Verarschen? Einleitung abgeschlossen. Nun, kommen wir zur 2. Fragegruppe. Was war das nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Dankeschön, Kalibrierung. Die folgenden Fragen helfen mir sicherzustellen, dass die Testumgebung ordnungsgemäß funktioniert. Außerdem passe ich den Test so an deine Persönlichkeit an. Oh, ich hoffe, du machst nichts mit meinem Computer.
Das, es gibt ja solche Spiele, aber andererseits habe ich auch nichts im Hintergrund, was mich doxen könnte oder sowas. Oh, guckt mal hier links und rechts. Wow! Was ergibt 5 plus 7? Oh, wirklich 12. Leute, ich kann keine Mathe. Wo ist mein Handy? Wie würdest du deine Geduld auf eine Skala von 1 bis 5 einschätzen? Ja, warte mal. Was ist denn geduldig? Ist 1, ich bin geduldig und 5 nicht oder umgekehrt? Wisst ihr was? Wir bleiben bei der goldenen Mitte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob 1 heißt, ich bin geduldig und 5 nicht oder ob es umgekehrt ist. Ja, wir machen einfach mal 3. Goldene Mitte. Goldene Mitte. Gut, danke dir. Ja, gerne. Wärst du in der Lage, in einer Stresssituation schnell und rational zu reagieren? Da wären wir wieder bei, mein Leben besteht aus Stress. Also ich gehe jetzt mal davon aus, denn es gibt keinen Tag, an dem ich nicht gestresst bin. Verstanden. Welche der folgenden Aussage trifft am besten auf dich zu? Ich glaube, dass Ehrlichkeit immer wichtiger ist. Die Wahrheit zu verrieren ist akzeptabel. Ich persönlich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch und ein direkter Mensch, was mich sehr oft anecken lässt. Aber ich bin halt, ich habe halt keine Lust, um den heißen Brei herumzureden. Allerdings gibt es manchmal Notlügen. Zum Beispiel benutze ich manchmal Notlügen, um eine andere Person nicht zu verletzen, weil das, was ich sagen würde, zu hart wäre. Oder wenn du einem Kind sagst, keine Ahnung, es gibt den Weihnachtsmann oder sowas. Also, ne, jetzt, mir fällt jetzt gerade kein super Beispiel ein, aber solche Lügen, die man vertreten kann. Ich vertrete aber keine Lügen, wo du mit Absicht Menschen verletzt und wehtun möchtest, indem du irgendwas sagst, was überhaupt nicht stimmt, weil du weißt, dass du dann der Person damit wehtust. Ja, was machen wir jetzt? Also ich bin für Ehrlichkeit und Direktheit, aber es gibt, wie gesagt, auch diese Notlügen. Ich mache das jetzt einfach mal. Vielleicht wird mir das hier noch zum Verhängnis. Mal gucken. Gut, Ehrlichkeit ist eine wertvolle Eigenschaft. Ist es? Aber wie gesagt, du eckst ganz extrem an, wenn du nicht den Leuten in den Hintern kriegst. Das ist mir schon so oft passiert. Und deswegen besitze ich, Achtung, ja, ihr erfahrt wirklich viel über mich, deswegen besitze ich auch wirklich nur ganz wenige Freunde, wo ich weiß, da kann ich ehrlich sein, wenn irgendwas ist. Und die sind auch mir gegenüber ehrlich. Und alles andere stresst mich einfach zu sehr. So. Die meisten wollen auch gar nicht mit mir befreundet sein. Gut, Lügen sind... Lügen sind ein sehr nützliches Konzept. Sollte jemand direkt vor deinen Augen ohnmächtig werden, was würdest du fühlen? Du kannst mehr als eine Auswahl treffen. Angst, Wut, inneren Frieden, Ekel. Hä? Ja, gar nichts davon. Wenn einer ohnmächtig wird, dann sage ich, jo, was ist los mit dir? Geht's dir gut? Und dann würde ich dem helfen. Aber Angst hätte ich jetzt erstmal so nicht. Wut würde ich auch nicht empfinden. Da kann ja die Person nichts für. Ja, einen inneren Frieden. Wie krass ist das denn? Da liegt der eine und du denkst dir so, oh ja. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und Ekel auch nicht. Weißt du, ich nehme einfach mal Angst. Ne? Ich glaube, man hat ja trotzdem so eine gewisse Art Angst, wenn da irgendjemand liegt. Ne? Weil du ja nicht weißt, was jetzt gerade passiert ist. Wir nehmen einfach mal Angst. Wir nehmen Angst, okay? Okay. Interessante Reaktion. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja nichts mehr. Ihr hattet ja nichts anzubieten. Auf einer Skala von 1 bis 7. Wie wahrscheinlich ist es, dass du die Risiken eingehst? Oh, da bin ich ganz, ganz schlimm. Ich gehe ungern Risiken ein. Denn ich bin ein... Wie du ja wahrscheinlich schon weißt, das sage ich ja mehrmals. Ich bin ein Mensch, welche extrem... Die extrem vom Pech verfolgt wird. Dementsprechend gehe ich keine großen Risiken ein. Tatsächlich bin ich ja auch eine, die sich extrem schnell verletzt, weil ich ein Dummdödel bin. Und ich, egal was ich mache, ich habe immer im Hinterkopf, wie krass kannst du dich damit verletzen? Tatsächlich. Und dementsprechend gehe ich eigentlich, ich gehe keine Risiken ein. Ich denke mal, eins ist, ich gehe kein Risiko ein. Oder?
Wenn ja, dann gehe ich jetzt aber ein großes Risiko ein, hallo? Verarbeitung abgeschlossen. Kalibrierung abgeschlossen. Ich habe übrigens gerade zu OBS geguckt. Ich habe also nicht auf meinen Bildschirm geachtet. Es ist nichts passiert, meine Lieben. Der hat gelogen. Jetzt werden wir zu der dritten Fragegruppe übergehen. Was war das nochmal? Hypothetische Fragen. Ich glaube, jetzt wird's krass. Wow, dreh doch nicht so am Rad, Mensch. Diese Fragen stellen dir ein hypothetisches Szenario vor. Bitte sei bei deinen Antworten so ehrlich wie möglich. Wenn du im Dunkeln durch einen Wald gehst und ein Flüstern hörst, würdest du ihm folgen oder wegrennen? Ich würde heulen, hallo? Nee, ich würde weglaufen. Ich würde so derbe weglaufen. Wegheulen wollte ich gerade sagen. Ich würde weglaufen und heulen. Weiter. Weise Entscheidung, ja, ich weiß. Du findest einen alten Spiegel in einem Antiquitätengeschäft. Er zeigt eine Reflexion, die nicht dir gehört. Wie reagierst du? Ich lege ihn zurück, ich zerstöre ihn, ich sage dem Besitzer Bescheid, ich kaufe den Spiegel. Ich würde ihn wahrscheinlich nur zurücklegen. Also ich würde ihn natürlich nicht zerstören, denn es gehört nicht mir. Den Spiegel würde ich aber auch nicht kaufen. Dem Besitzer würde ich ebenfalls nicht Bescheid sagen, weil er sonst denkt, ich bin plemplem in der Birne und würde dann direkt die Männer mit der weißen Weste anrufen. Also ich würde ihn wahrscheinlich zurücklegen und ebenfalls zusehen, dass ich das Weite suche. Wer würde nicht? Du wachst in einem völlig dunklen Raum auf, der weder Türen noch Fenster hat. Was ist das Erste, was du tust? Was würde ich denn als Erstes machen? Hallo rufen? Warte, soll ich Apostroph machen? Wartet. Okay, geht. Ich kann mich wieder zurück. Fahren wir fort. Habt ihr das gehört? Oh, Int hat etwas in mein Ohr gezischt. Denk daran, deine Augen auf dem Bildschirm zu lassen, Anni. Sorry, ich habe gerade nach rechts geguckt. Tut mir leid. Woher weißt du das? Du entdeckst ein altes Foto von dir bei einer Veranstaltung, an die du dich nicht erinnern kannst. Umgeben von Menschen, die du noch nie getroffen hast. Wie fängst du an, diese Gedächtnislücken zu untersuchen? Ich frage meine Familie, frage meine Freunde. Ich frage meine Familie. Natürlich frage ich die. Hallo? Wir sind 1000 Leute. Da irgendjemand weiß schon Bescheid. Sehr gut. Du fängst an, wiederkehrende Träume über einen Ort zu haben, die du noch nie besucht hast. Aber er kommt dir seltsam vertraut vor. Wie würdest du diese Träume interpretieren? Sehnsucht nach Freiheit, Abenteuerlust, Wunsch nach Ruhe. Ich bin ja so ein Luzid, wie nennt sich das, luzide Träumer? Also ganz oft weiß ich tatsächlich, dass ich träume und kann die dementsprechend steuern. Aber es gibt auch tatsächlich Träume, wo ich weiß, dass ich träume, aber ich greife nicht explizit ein. Oh, ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine. Also ich weiß, ich träume, aber ich ändere mit Absicht nicht, um zu gucken, was mein Gehirn fabriziert. Und da kommen manchmal sehr interessante Sachen bei raus. Und ja, es ist sogar schon mehrmals passiert, dass ich auch dieselben Sachen geträumt habe. Mehrmals. Weil ich dann mein Gehirn habe laufen lassen und komischerweise bin ich dann immer oder oftmals wieder in dieselben Träume reingerutscht, die ich schon einmal hatte. Aber ich weiß, dass ich träume. Ich interpretiere die nicht, weil das ist für mich einfach... Ich glaube, ich verarbeite da einfach den Tag. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen dürfte, Wunsch nach Ruhe. Ich sage auch immer, ich würde gerne auf einer einsamen Insel leben wollen, wo keine Menschen mehr um mich herum sind. Wie gesagt, online alles kein Thema, aber durch die Arbeit, durch die Arbeit ertrage ich einfach Menschenmengen um mich herum nicht mehr. Jetzt möchte ich, dass du den Ort beschreibst, von dem du träumst. Gib mir so viel oder wenig Detail, wie du willst. Ich, puh,
Also, ein Traum, den ich öfter mal habe, ist, wenn ich von einem Affen verfolgt werde und dann renne ich in ein Kaufhaus tatsächlich rein. Und der Affe ist aber so groß wie Godzilla. Also Godzilla, weiß der, wie riesig der ist? So groß ist auch der Affe. Und ich renne vor dem weg, warum auch immer. So fängt der Traum immer an. Und ich renne dann tatsächlich immer in eine Art Kaufhaus rein. Und der Affe schrumpft dann, damit er mich weiter verfolgen kann. Ja, das ist eine der Träume, die ich dann immer laufen lasse. Der hat mich nie geschnappt. Aber ich kann ihm auch nicht entkommen, weil egal, wo ich reinrenne, der passt sich die Größe an, sodass der mir folgen kann. Ist crazy, oder? Okay. Ich schreibe, ich bin in einem Kaufhaus. Gut, ich danke dir. Ja, gerne. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Annie, du hast die Chance, mit einem deiner verstorbenen Geliebten zu sprechen, aber die Person wird sich nur an alles Schlechte, was du getan hast, erinnern. Was würdest du tun? Ich bin zum Glück in der Position zu sagen, dass ich einen sehr geliebten Menschen noch nicht verloren habe. Dementsprechend kann ich diese Frage jetzt gar nicht so richtig beantworten. Denn ich weiß nicht, wie schmerzvoll es ist, eine geliebte Person zu verlieren. Ich kann es mir nur vorstellen, wie schlimm es sein muss. Und das wird auch schlimm sein. Aber zum Glück bin ich in der Position zu sagen, es ist mir noch nicht passiert. Ich meine, früher oder später wird es allen treffen, einmal. Aber es ist noch nicht passiert. Ich glaube, wenn... Oh, ich darf darüber gar nicht nachdenken, dass ich ein Familienmitglied oder so verliere. Sonst fange ich hier gleich an zu heulen. Also ich glaube, wenn ich jemanden verlieren würde, einen geliebten Menschen, würde ich trotzdem mit ihr sprechen wollen, selbst wenn die Person mir alles Schlechte vorhalten würde. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was ich Schlechtes getan hätte. Ich bin schon der Meinung, ich habe nichts Schlechtes gemacht. Aber ja, Selbstreflexion ist manchmal ja nicht so das Wahre, ne? Ich würde es wahrscheinlich tun, ja, um noch einmal jemanden sprechen zu können, egal wie er mir gegenüber ist, ja. Interessant. Während du ein verlassenes Gebäude erkundest, findest du eine verschlossene Tür, die mit Oh mein Gott! Warum war denn das jetzt so laut? Findest du eine verschlossene Tür, die mit seltsamen Symbolen bedeckt ist? Was fühlst du, wenn du sie anschaust? Hau ab! Wut, Erregung, Schmerz, Ekel. Nummer 5. Fliehen. Ich fühle nichts. Wo ist denn hier jetzt die Angst? Ich fühle Angst, wenn ich seltsame Symbole sehe. Ja, gar nichts davon. Schmerz passt gar nicht dazu. Warum sollte ich Schmerz empfinden, wenn ich Symbole sehe? Oder, Leute, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich wählen soll, weil gar nichts davon würde ich empfinden. Weißt du was? Wir sind ein bisschen pervy veranlagt heute. Wir nehmen Erregung. In Ordnung. Ja, gerne. Wo glaubst du, liegt der Schlüssel? Unter der Fußmatte. Ups, Matte. Danke für die Antwort. Ja, gerne. Da liegt sie meistens. Oder unter einem Topf. Du erhältst einen Anruf von einer Nummer, die mit deiner eigenen übereinstimmt. Wessen Stimme hörst du, wenn du abhebst? Meine eigene, deine, die meiner Mutter, die eines Fremden. Mit deine meine ich der mir die Fragen stellt, ne? Andererseits, du kannst ja deine Nummer nicht selbst anrufen, soweit ich weiß. Oder geht das inzwischen? Ich meine, ja, wenn in die Mailbox, bla bla bla, keine Ahnung.
ich benutze das alles immer nicht. Kann man denn seine eigene Nummer überhaupt anrufen? Also wenn das nicht gehen sollte und das funktioniert hier, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ruft mich eine Anni aus einer anderen Dimension an. Ich mache mal meine eigene. Faszinierend. Würdest du mir deine Telefonnummer geben? Garantiert nicht, Kumpel. Schade. Wenn du der letzte lebende Mensch wärst, hättest du Angst vor einem Klopfen an der Tür? Oh ja, hätte ich. Es klopft gleich, oder? Verstanden. Wenn du jetzt ein Klopfen an der Tür hören würdest, hättest du dann Angst? Das hast du mich gerade gefragt. Ja. Ach, ich glaube, wenn du jetzt, ne? Der hat das Wort jetzt eingefügt. Verarbeitung abgeschlossen. Hypothetische Fragen abgeschlossen. 220. Oh mein Gott! Nein! Ich will das nicht machen! Ich muss jetzt bestimmt Mathe machen, Matheaufgaben lösen. Wo ist mein Handy? Darf ich Taschenrechner nehmen? Du hast mir gesagt, dass du unter Stress gut denken kannst. Ich würde das gerne auf die Probe stellen. Bitte beachte den Timer in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Dieser Timer sollte unter keinen Umständen 0 erreichen. Oh, shit. Jetzt kriege ich Angst. Kommen wir zur vierten Fragengruppe. Diese Fragen stellen Situationen oder Probleme mit zwei gleichermaßen unbefriedigenden Antworten dar. Bitte nehme dir Zeit und denke wirklich über die Antwort nach. Weiter. Du wirst Zeuge, wie ein enger Freund einen Mord begeht, aber du weißt, dass das Opfer es verdient hat. Würdest du ihn der Polizei übergeben? Ja, würde ich. Würde ich tun. Ich verstehe. Du hast das Gefühl, dass du das moralisch nicht Richtige tun solltest. Dir wird die Möglichkeit geboten, dich auf ein lebensveränderndes Abenteuer einzulassen. Aber du musst alles und jeden zurücklassen, den du kennst. Was würdest du wählen? Ich würde es machen. Das lebensverändernde... Ja, ich würde es machen. Definitiv. Warum nicht? Vielleicht findest du dieses neue Leben noch besser. Alles ist besser als das, was ich gerade erlebe mit der Arbeit. Du hast die Chance, zu einem Zweck beizutragen, an dem du zutiefst glaubst. Aber dafür musst du alles opfern, worauf du bisher dein Leben aufgebaut hast. Was prioritierst du? Mich selbst. Mich selbst. Ja. Sehr gut, Anni. Ein Freund befindet sich in einer schwierigen Situation und bittet um Hilfe. Aber um ihm zu helfen... Oh... Musst du ein Versprechen gegenüber einem anderen Freund brechen? Würdest du ihm helfen? Es kommt ja immer darauf an, was ich versprochen habe. Wenn es jetzt nicht so ein schlimmes Ding ist, dass ich dem Typen oder dieser Person helfen kann. Das ist schwierig. Was ist das für ein Versprechen? Ich breche eigentlich keine Versprechen. Aber wenn er in einer schwierigen Situation ist. Andererseits, was... Nein. Oh mein Gott! Du bist vielleicht ein Freund. Sorry, ich weiß nicht, was... Ja, Mann, ich habe nicht so viele Informationen. Du hast die Chance, eine große Ungerechtigkeit gegenüber der Welt aufzudecken. Aber dies könnte zu persönlichen Risiken führen. Sprichst du für das Gemeinwohl oder legst du Wert auf deine eigene Sicherheit? Nein, ich präse das hier. Ich bin egal. Du bist so selbstlos. Nee, es ist einfach... ist egal. Du könntest jede Person deiner Wahl vor dem Tod retten, aber indem du dies tust, bist du die direkte Ursache für den Tod. Von 1000 zufälligen Menschen. Nein. Einer gegen 1000. Was für eine verschwendete Gelegenheit. Einer gegen 1000. Da würde selbst ich mich opfern. Wenn ich mich opfere und dabei 1000 Leute am Leben bleiben, würde ich mich opfern.
Verarbeitung abgeschlossen. Im Übrigen habe ich es gerade so geschafft, Leute. Ich war, glaube ich, noch 5 Sekunden. Dilemma ist abgeschlossen. Habe ich doch nicht geschafft? Du hast es also nicht geschafft, alle Fragen rechtzeitig zu beantworten. Ich dachte, du könntest mit Stresssituationen umgehen. Das hat sich so angehört, als würde jemand gerade zur Tür reinkommen. Jedenfalls, nun kommen wir zur letzten Frage. Zur letzten Fragegruppe. Umgebung. In diesen Fragen wirst du die Umgebung um dich herum beurteilen, um die letzten Informationen zu sammeln, die ich benötige. Du kannst jetzt für die nächsten paar Fragen von deinem Bildschirm aufschauen. Okay, ich gucke. Was soll ich machen? Oh nein! Bitte, jetzt kommt keiner hier rein. Ja, sonst sterbe ich gerade. Ich werde sterben. Bitte nehme dir einen Moment Zeit, um dir die Position des nächstgelegenen Ausgangs einzubringen. Kein Problem, das ist direkt rechts neben mir. Bitte schätze ein, wie lange du brauchst, um den Ausgang zu erreichen. Könntest du den Raum innerhalb von 5 Sekunden verlassen? Ja, kann ich. Definitiv. Bitte nehme dir einen Moment Zeit, um dich der Positionen aller Fenster bewusst zu werden. Wo befindet sich dieses Fenster links, zu meiner Linken? Ich danke dir. Ist irgendwer in deiner Nähe, der dir zur Hilfe kommen könnte? Ja, definitiv. Ja. Ja, scheiße, ne? Solltest du nach Hilfe schreien, würde dich jemand hören? Ja, ich würde hier das ganze Haus auf mich aufmerksam machen können. Gibt es in deinem Haus irgendetwas, das als Waffe benutzt werden kann? Ja. Könntest du diese Waffe von innerhalb deines Raums erreichen? Nee. Könnte ich irgendwas anderes als Waffe benutzen? Wartet mal, ich guck mal gerade rum. Ich habe einen Besen gerade hier drin. Mein Ventilator könnte ich auch jemandem entgegenpfeffern. Meine Gamecube könnte ich auch zu einem Geschoss umwandeln. Aber so eine direkte Waffe hätte ich jetzt nicht. Nein. Wo befindet sich diese Waffen? Versteckt. Mal gucken, was der jetzt sagt. Sehr gut. Es hat geklopft. Würdest du sagen, dass du dich im Dunkeln in deinem Haus zurechtfinden würdest, Annie? Ja, denn ich mache tatsächlich alles im Dunkeln. Absolut alles. Gegenüber von mir wohnt meine Hauswirtin und die sagt dann immer, sag mal, Annie, bist du eigentlich überhaupt mehr zu Hause? Es ist immer alles duster bei dir. Dann sage ich mal so, ja, zum Schlafen bin ich zu Hause, aber selbst dann habe ich alles aus, weil ich alles im Dunkeln mache. Ich habe sehr selten Licht an. Ja, könnte ich. Faszinierend. Gerne. Fühlst du dich in deinem Haus sicher? Ja, hundertprozentig. Ja. Sind die Türen in deinem Haus verschlossen? Alle Türen sind verschlossen. Ein paar Türen sind verschlossen. Keine der Türen sind verschlossen. Naja, die sind zu, ne? Aber die sind... Ich habe die nicht abgeschlossen. Natürlich... Die Haustür und so ist zu, ne? Ich mach mal ein paar. Richtig. Würdest du wissen, wenn jemand vor deiner Tür stehen würde? Nicht, wenn ich mein Headset aufhabe. Das Spiel hatte ich ja schon. Ich mache jetzt... Warte mal. Also, ja, wenn ich mein Headset nicht aufhabe, kriege ich das schon mit... Obwohl... Nee, stehen würde, nicht klingeln würde. Wenn jemand vor deiner Tür stehen würde. Nee, das kriege ich natürlich nicht mit, solange die nicht an meiner Tür herumkraspeln. Nein. Richtig. Lasse ab jetzt deine Augen auf dem Bildschirm, Annie. Bist du nervös?
Ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich weiß, dass gleich ein Jumpscare passieren wird. Schau bloß nicht weg, Anni. Leute, mach leise, ne? Ich werde gleich wirklich schreien. Ich weiß es. Würdest du wissen, wenn jemand in deinem Zimmer stehen würde? Ja, ich kann es aus den Augenwinkeln sehen. Du müsstest zum Nachschauen von deinem Bildschirm aufsehen. Darfst du aber nicht. Lässt du deine Augen auf dem Bildschirm, Anni? Ja, ich kann das aus den Augenwinkeln sehen, du. Du Saui, du! Lügst du mich an? Nein, ich kann es sehen. Du weißt noch, was passiert, wenn du die Regeln brichst. Hallo! Ich breche die Regeln nicht. Das ist mir jetzt zu lange schwarz. Warte mal, ich nehme mal meine linke Hand und versuche schon mal meinen Mund ein bisschen zuzumachen, okay? Verarbeitung abgeschlossen. Umgebung abgeschlossen. Psychometric Personality Profiler abgeschlossen. Wir haben somit das Ende unseres Tests erreicht. Deine Teilnahme hat mir geholfen, das Testergebnis zu verbessern. Deine Leistung war hervorragend. Ich werde nun die Ergebnisse zusammenfassen. Ergebnisse. Du lebst alleine. Deine Familie unterstützt dich. Du kannst in einer Stresssituation einen kühlen Kopf bewahren. Ach, plötzlich. Plötzlich, ja? Hast mir doch gesagt, geht nicht. Du würdest lieber vor einem seltsamen Geräusch davonlaufen, als ihm zu folgen. Aber hallo, wer würde denn das? Hallo, wer macht denn sowas? Du hast keine Ahnung, wo ich die Schlüssel verstecken würde. Du bist in der Lage, deinen Raum in einer sehr kurzen Zeit zu verlassen. Ja. Du hast keinen Sinn dafür, ob du beobachtet wirst. Naja, was heißt keinen Sinn? Es ist halt schlichtweg unmöglich, Mensch. Momentan sind Menschen um dich herum, die dir helfen können, solltest du Hilfe brauchen. Ja. Jemand würde dich schreien hören. Ja. Es befinden sich Waffen in deinem Haus, allerdings bist du nicht in der Lage, diese Waffen von innerhalb deines Zimmers zu erreichen. Du bist in der Lage, dich im Dunkeln durch dein Haus bewegen zu können. Ja. Du schließt deine Türen nicht ab. Du siehst mich nicht, wie ich durch dein Fenster schaue. Ha, da musst du aber weit nach oben klettern, um mich zu sehen, Kumpel. Du siehst mich nicht in deinem Zimmer. Doch, ich hab doch gesagt, ich kann nicht sehen, du Honky Bonky. Du siehst mich jetzt auch nicht. Okay, Leute, ich muss mal kurz. Ich schreibe bestimmt gleich. Danke für deine Teilnahme, Anni. Der hat mich komplett aus dem Spiel geworfen, Leute. Das war's mit Psychometric Personality Profiler. Oh Mann, das war jetzt aber am Ende. Oh, okay. Irgendwo schade, dass nichts passiert ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, dieses Spiel hat extrem an meiner Nervosität gezogen. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich zum Schluss immer nervöser wurde, weil ich damit gerechnet habe, dass etwas passiert. Und ich hoffe, es ging nicht nur mir so, dass man davon ausgegangen ist, dass von irgendwo jetzt irgendwas ja angejumpt kommt. Denn das ist ja meistens der Sinn solcher Spiele. Ja. Aber okay, es ist richtig gut gewesen. Denn ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe, ja, wie schon gesagt, absolut nervös bin ich gewesen. Und diese Geräusche, ich weiß nicht, inwieweit du die hören wirst. Die haben ja schon ihr Übriges getan, ne? Du hast dann das Klopfen an der Tür gehört und so weiter und so fort. Aber das war immer alles so.
Ja, wie so ein Hauch einfach, ne? Du hast es wahrgenommen, aber es war halt nicht präsent, sondern du hast es immer während der Fragen irgendwie im Hintergrund so ein bisschen gehört. Ich bin auch der Meinung, ich habe mal Schritte und so gehört, aber das kann auch sein, dass ich mir das eingebildet habe, weil ich halt schon immer mehr damit gerechnet habe, dass gleich irgendetwas passieren wird. Und ja, das war's mit dem Spiel. Ich bin gespannt, was du zu dem Spiel sagen wirst, wie es dir gefallen hat. Also ich, wie gesagt, ich mag solche Art von Spielen sehr gerne, weil die immer einiges vom Spieler offenbaren. Und ich glaube, ich habe auch hier ein bisschen viel preisgegeben, zumindest in Bezug auf andere Menschen. Aber das ist ja komischerweise meistens so, dass Gamer doch ein bisschen mehr introvertiert sind. Ich meine, ist nicht immer, natürlich nicht. Aber mit denen ich mich immer unterhalte und so weiter, das sind meistens auch immer alles introvertierte Menschen. Und bei mir kommt halt, wie gesagt, ganz extrem auch durch die Arbeit, weil ich mit zu vielen Menschen zu tun habe, mit zu viel Leid, mit zu viel Klagen und so weiter und so fort. Und dementsprechend ziehe ich mich dann im Privatleben ziemlich zurück. Und ja, dann würde ich sagen, ist es das gewesen. Ich danke dir fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei was auch immer ich spielen werde wieder. Und bis dahin, bye bye.